danach aus diesen Notizen, aus diesen Skizzen, die in der Dunkelheit angefertigt wurden, dann so Prosa-Miniaturen geschrieben habe, verfasst habe, diese Prosa-Miniaturen verwoben miteinander, gekoppelt durch Serientitel. Und das ist mir irgendwie beim Sehen dieser Filme, bei der Herangehensweise quasi wieder eingefallen. Das war dann eigentlich die Idee von mir, dass ich dazu etwas schreiben wollte. Ich wusste nicht, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Man könnte sagen, ich weiß nicht, wie die Marianne dann genau gearbeitet hat, dazu halb improvisiert, habe mich einfach literarisch, poetisch einfach gehen lassen. Ja. Also jetzt zu Anfang werden wir beide Texte zu den beiden zuvor gezeigten Filmen vorlesen, bevor ich dann mit der Flugschrift, mit der Präsentation oder Einleitung fortfahre. Aquamarin. Das Wasser, das kein Wasser ist, Bewegung, die keine Bewegung ist, auf der Lauer in den unendlichen Tiefe, wo Blitze als Bilder und Bilder als Blitze zerrinnen und Blitz und Donner Wirklichkeiten erspinnen und schlafen sich häufend in Schwarz und Weiß wie Schwarz. Und Aquamarin geht jetzt über die Straße in einen Blitz hinein, da kracht der Donner in unserem Kopf, sie liebt dich, sagt sie liebt dich nicht, sagst du, ist heute im Morgen und gestern verloren. Das hättest du jetzt nicht gedacht, sagt Aquamarin, dass die Sprache so offen ins Meer verfällt, ohne die Dinge je bei ihren Namen zu treffen. Sie lauert ja nicht zum ersten Mal im Manuskript mit ihren tiefsten Handschuhen und singt ihr Lied als versunkene Handelsmacht oder Handschrift verkleidet. Und außer Dämonen nichts gewesen, mit den Tränen aus Träumen und den Träumen aus Tränen, das muss so sein, sagt Aquamarin. Solange du auf Antwort wartest, deren Frage du selbst gestellt, dass es zugleich unglaubwürdig erscheint, tatsächlich in den Farbschattierungen einer Meeressehnsucht flöten zu gehen. Als auch, dass die Engel zwischen den Zungen lebten und mit dem verschichteten Blau in ihren Flügeln uns keine Richtung wiesen, um heimzuholen, was niemandem gehörte. Aquamarin. Schläfen bedeckt seitwärts und schimmert golden, folgten Tränen Worten, wie wir sterblich wuchsen, sechsmal kehrend der Sonne im stillen Lauf zur Meerflut, wäscht er und läutert, rührt sie, gemischt, vom Geklüft verborgen, in den Fluten sitzend im Geist, ein Blütenschnee, in Händen ein Fischer und rötlich schimmert die See. Manchmal also denkt man, sagen die Buchstaben als Sätze verwandelt, manchmal also denkt man, weil es sich bewährt hat, die Buchstaben als Sätze verhandelt, Licht und Schatten, in Licht und Schatten wie früher verhandelt, verwandelt, das Fenster ist offen, geschlossen ist eins. Die Fenster zur Straße sind Vorhänge der Vögel, die Fenster zur Straße sind Vorhänge. Die Türen das Ja und Mauern das Nein, die Türen das Ja und Mauern das Nein, schaust in Räume hinein und hinauf und hinunter, das Nein und das Ja, Diskursleitern hinauf, Diskursleitern hinunter, kratzt dich am Kopf, der kratzt dich am Kopf, der kopflos dich liebt, der kopflos dich liebt, entfernt sich schließlich, so schnell es nur geht, zu springen schließlich, so schnell es nur geht, den Uhrzeiger verstellt, die Wirklichkeit im Bild, Jalousien fallen ins Gesicht. Die Wirklichkeit wandelt jedes im Bild wie Träume von weit her wie Träume im Bild. Die Welt und das Leben sind eins, in Form geviertelt zerteilte Streifen. Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen. Und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. It is not a textbook.
Verstrebt das eiserne Schattenspiel, flüchtig beleitert, läufst dir der Zeit davon. If this work has a value, it consists of two things. Drück mich an dich. Do or do not, there is no try. The object of philosophy is the logical clarification of thoughts. It should limit the thinkable and thereby the unthinkable. It should limit the unthinkable from within through the thinkable. Ein dicker, dreiknöpfiger Mann, kreisgezeichnet, sein blasses Gesicht im Abendrot. You know you turn me on, eyes so white and legs so long, but don't try to talk to me. Wenn sich alles so verhält, als hätte ein Zeichen Bedeutung, dann hat es auch Bedeutung. Eine Geschichte erfinden, einen Witz machen, andere übersetzen. How many different kinds of things are called descriptions? Was die Namen der Sprache bezeichnen, muss unzerstörbar sein. Das Muster in meinem Geiste ist eine Aussage über Ordnung. Ein guter Grund ist die Evolution der höheren Tiere. Ich glaube, es wird regnen. Ich glaube nicht. Das heißt gar nichts. Ja, vielleicht sowas wie den Ausgangspunkt der beiden Performances, der beiden Auftritte ist die Flugschrift in diesem Fall. Sind nicht die Autorinnen der Flugschrift, sondern die Flugschrift ist sowas wie ein Beziehungsformat. Die beiden Autorinnen sind eingeladen, wurden eingeladen, eine Flugschrift zu gestalten. Ich freue mich sehr, dass sie heute beide hier sind. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie hier auftreten. Und ja, die zur Flugschrift selber, die Sie hier schon, die von der Marianne sehen, wie gesagt, sie ist eine große Seite Papier, sie ist ein literarisches Fenster, sie ist mehrfach gefaltet, ein Hybrid zwischen Plakatzeitung, Flyer, Folder. Sie ist eine Gestaltungsaufforderung und Autorinnen eine Möglichkeitsform, die 48 x 68 cm beidseitig bedruckbare Fläche bietet. Für die komprimierte Version eines Multiversums ineinander gefalteter Makro- und Mikrokosmen. Gemeinsam mit Barbara Zwiebelhoff am Literaturhaus Wien und dem Grafiker Dominik Rosa laden wir Autorinnen ein, diese Zeichnungen zu bespielen. Und ob sie dies nun mit Poesie, Theorie, Fotos, Scherenschnitten, wie auch immer, mit was auch immer machen, bleibt völlig ihnen überlassen. Nichts ist von vornherein ausgeschlossen. Wir bieten sozusagen den Experimentierraum an, die Autorinnen gestalten den dann. Das Programm, kürzest und also in einem Satz zusammengefasst, Flugschrift publiziert vorzugsweise Texte einer Autorinnenschaft im Grenzbereich zwischen Literatur, Kunst und Theorie, die Selbstreflexion im Kontext einer sich ständig veränderten, hypertrophen Sprachwirklichkeit oder eigentlich müsste man sagen Zeichenwirklichkeit als Notwendigkeit erachtet. Vermutlich braucht es zu Anfang einer Projektidee solcher Art Statement, denn wenn man etwas realisieren möchte, bedarf es einer gewissen Manifestationsenergie, die zum Handeln trägt und die zum Handeln drängt, also ausreichend Kraft besitzt. Aus dem von mir 2005 initiierten literarischen Fenster für die Wiener Zeitung, auf das ich ganz kurz Bezug nehmen möchte, da ist es grob gesagt darum gegangen, eine Seite Literatur in die Tageszeitung, journalistische Tageszeitungsreferenzwelt sozusagen zurückzuführen, um das zumindest etwas anderes an Sprachwelt anzudeuten. Da habe ich den Gedanken verloren. Wurde dann sozusagen eigentlich später das literarische Fenster, das wollte ich eigentlich in der Form sagen. Im literarischen Fenster habe ich auch alle erdenklichen Autorinnen eingeladen, dabei ist es mir vor allem darum gegangen, die Diversität zeitgenössischen Schreibens zum Ausdruck zu bringen, zur Darstellung zu machen, sichtbar zu machen und eben zu reintegrieren, auch in einer gewissen Weise. Den Christian Steinbacher, weil er mich so anschaut, habe ich eingeladen, sozusagen auch eine seiner konzeptuellen Ideen für die Flugschrift dann zu reanimieren, hat er es genannt. Dazu kommt er dann schon wieder. Ja, also aus dem literarischen Fenster wurde dann beim Spaziergang Fortführung, Veränderung dieses Formats angedacht, auch weil ich natürlich
von Andreas Unterberger, der damals Chefredakteur geworden ist, geschasst wurde, irgendwie auch als blau-schwarzer Klatscher erster Stunde, war das Erste, was verschwunden ist aus der Zeitung, die Literatur. Ja, die Plakatform sprang zu Anfang und am Anfang war auch gedacht daran, echte Fenster literarisch zu nutzen. Die Flugschrift wäre demzufolge eine Art großes literarisches Fenster, dessen Schwerpunkt nun der bewusst gewählte Grenzbereich zwischen Literatur, Kunst und Theorie ist. Gleichzeitig sollte als Gedanke sozusagen jede Herangehensweise der Autorinnen, die wir einladen, alle vorherigen im Auge behalten, sodass jede Ausgabe eine Neuentfaltung der sicher sehr begrenzten Möglichkeiten zum Ausdruck bringt. Als Herausgeber hauptsächlich geht es mir immer darum, den Rhythmus, die Abfolge, das Nacheinander, das Miteinander zu gestalten, um so der Flugschrift immer wieder ein anderes Gesicht zu geben, damit sie sich jetzt neu auffaltet und entfaltet, solange dies möglich und interessant ist. Wenn nicht mehr, dann werde ich damit nicht aufhören. Ich mache nur noch eine ganz kurze Andeutung, weil ich das nicht alles nicht herzeigen kann und auch nicht richtigerweise herzeigen kann. Ein paar so Gedankenfelder, wie die Flugschrift aufgefüllt wurde, von Anfang an mit Ansinn Glück gestartet, der das Format als Plakat einfach verwendet hat, mit Tageshimmel und Nachthimmel darauf angesiedelt, Ereignisse sowohl sprachlicher als auch zeichnerischer Natur. Dan Cotton hat dann das Tageszeitungskleinformat großartig imitiert. Man kann die Flugschrift wie eine Tageszeitung in die Hand nehmen und dabei schon sehr, sehr noch bessere Dinge lesen, als wir sie rundum zum Sehen und zum Lesen bekommen. Der Klaus Händel hat das Format verdoppelt, das war die Nummer 3. Für seine Ausgabe haben wir ein von ihm vergriffenes Buch als Ganzes wieder gedruckt. Wir haben sozusagen 100 Seiten auf eine Flugschrift hinaufgebracht und das Buch eingescannt und die Ästhetik sehr trashig allerdings gewählt. Und Thomas Raab, weil ich ihn gerade gesehen habe, quasi in der Vorarbeit und in der Arbeit schon an seinem Buch Die letzte Orange eine Seite aus seinem damals im Entstehen befindlichen Werk genommen, hat diese eine Seite sozusagen als Zentrum dieser Arbeit verwendet. Wenn man die Flugschrift nun auffaltet, wird die Seite stets weiter angereichert mit Post-its, Einfällen, Diagrammen, gefüllt mit Wahrheit, durchdachtem, halb verdautem und so weiter und so fort. Die Autorin Liesl Ulvery hat Wirklichkeit als Modus der Projektion, der Abbildung zum Thema gemacht, Sprünge in der Wahrnehmung zum Thema gemacht, Fehler im Programm zum Thema gemacht, alles ist zugleich da und spricht, Text und Bild nimmt wahr, verändert sich, keine Richtung. Peter Wotherhaus hat eine Haiku-Wanderung von Leopoldau nach Hirstetten gemacht und ein Verweis sei noch gestattet. Die Brigitta Falkner hat ihre Arbeit Missing Links genannt. Dabei wirft sie einen prospektiven Blick in die Werkstatt der Autorin und Zeichnerin. Bildtext, Layout verweisen auf ein Buch, das auch da im Entstehen erst war und 2016 unter dem Titel Strategien der Wirtsfindung erschienen ist. Ja, das war es einmal so, ein paar von diesen, eine kurze Skizze, eine in der Vorstellung sozusagen ein bisschen so dahin notierte Arbeiten. Sie können natürlich alle Ausgaben der Flugschrift, ich glaube, alle noch kaufen, erwerben. Sie haben unter flugschrift.at die Möglichkeit, alles, was darüber gedacht und geschrieben wurde und eine ganze Menge von Fotos, die sozusagen dabei entstanden sind, sich anzuschauen. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Homepage auch. Da hat man dann alle Ausgaben, die es bisher gegeben hat. Und kommen wir zu Marianne. Marianne Jungmeier,
kurze biografische Notiz. 1985 in Linz geboren, studierte digitales Fernsehen, Filmwissenschaften und Journalismus. Ihr Debütroman, das Tonprotokoll, erhielt den George Saeco-Preis. Ihre Arbeit wurde unter anderem durch Stipendien des BKA und des Deutschen Literaturfonds gefördert, zahlreiche Auslandsaufenthalte, zuletzt erschienen Sonnenkönige, einige Lyrikbände auch. Und den Text, den ich jetzt sozusagen als Einleitung zu Ihrer Flugschrift, die Sie ja schon im Hintergrund sehen, geschrieben habe, eine Collage generiert aus Schlaf und flankiert von weiteren auf der Rückseite angeordneten kleineren poetischen Traumarrangements, auf denen Gesichter, vervielfachte Umrisse, Schatten, Straßen und Namen zu sehen sind. Dazu Grüße aus vergangenen Jahrhunderten, vereinzelte und in die Augen fallende Wörter, Satzteile, viele davon in englischer Sprache, auch französische, italienische Partikel, winzigste Gedichte, eine Art Puzzle, das sich um das uns liebgewordene Subjekt dreht, wer wir denn sind und wovon getragen, welche sich durch unsere Lese-, Schau- und Suchbewegungen immer wieder neu erfindet und immer wieder neu verschwindet. So springt man von einem Textbild zu Bildtext und umgekehrt weiter, der Fluchtpunkt vergänglich. Doch vielleicht tritt zwischen, wie es nennt, Himmel und Obsession auch ein neuer Ort auf. Und wir fragen uns, wer ist zu Hause, wenn wir träumen? Danke, lieber Dieter, für die schöne Einführung. Ich werde jetzt einfach Beispielgedichte aus meiner Flugschrift lesen. Als kleine Performance verschachtelt mit Gedichten. Es ist sehr viel Englisch dann später. Ich habe dann ein paar deutsche Gedichte noch dazu getan. Träumen ist, in der Dunkelheit zu lauschen. Just when you thought you'd seen it all. Poetische Schlafspuren des Lichts. Ein neuer Ort. Wunder zwischen Himmel und Obsession. Träumen ist wie Sterben. Mein Fluchtpunkt ist Treibgut zu lauschen, zu ahnen, ist draußen im jadegrünen Wald Wurzeln schlagen. Unter welchem Himmel werde ich mich wiedersehen? Eine Karawane der Innenwelt, ein neuer Spiegel, ein Sediment der Wüste. Ich weiß, ich bleibe. Ich wollte in meiner Innenhaut einen anderen Weg gehen, ich lauschte und niemand weiß, wie zart und ewig das Gefühl der absoluten Ruhe dort ist. Ich fliege unter einem dunklen Sternenhimmel. Ich trage Strände in mir, ich trage Meer in mir, a rainbow. Werde ich bald einen anderen Weg gehen, aber dasselbe Ziel haben? Mein Verlangen ist mein Hab. Draußen bin ich Königin, bin ich in Prismen verdichtet, bleibe ich im Süden, im Traum, an einem fremden Ort. Niemand weiß vom Sein. Ich wollte ein Zeichen setzen, die Zeit anhalten, dort sein. Ich bleibe nicht so anders, ein Kind in einem jadegrünen Wald, ein neuer Ort. Alles zart in mir, alles zart nicht zu fassen, alles zart nicht zärtlich, es ist vergänglich. Ich bin meist nicht zu Hause im Traum, ich bin schon in Erwartung. Ich bin meist nicht zu Hause, ich bin in Erwartung draußen auf hoher See. Werde ich bald sterben? Werde ich bald in Prismen verdichtet in der Dunkelheit draußen auf hoher See unter Wasser dasselbe Ziel haben, aber einen anderen Weg gehen? Im Traum ist alles gerettet. Ich bin das Haus am Ende des Sees. Niemand wohnt darin, außer der Zeit. Vielleicht schreibst du alles for the State of Human Rights. Die einen schlafen im Kreis, die anderen wollen Geschichten nach dem Sex. We believe in room number 4. We are, in fact, convinced that is above all unanständig, emotional, suggestive und im Positiven a communion of intent.
Illuminating and abundant abstract figurative photography is not allowed. Ich denke, sei still, mein Herz, aber wofür? The world of experience, lachen, weinen, duschen, the poetry of Arthur Rimbaud, between writings and artists acting alone, wehnst mich with Hungarian lanterns and photographs and gloss, lehnst dich an mich in meine diagonale Denkverordnung. Mein Mund ist ein Schloss on the dew of your thigh. Du sehnst mich nach dir auf leeren Seiten in a scrapbook. Dich einzubinden. I have always touched your perfect body with my mind. From the theme of the obvious background references, the endeavor beyond the works of light, zu einem contemporary but also rather unexpected rhythm. Like poetry, it consists of moments from the density of choice. Liebe, Güte, overlapping waves, das ist meinetwegen stiller noch. All of the images may be unusual, find out more in room number one. And I'll do anything you ask me to, and if you want another kind, entwirfst du neue Szenen und den dahingeworfene Moränen einer Nacht. I try to leave you, sagst du, doch es gibt keinen Grund dafür. A form of solidarity dedicated to finish the work given to the American descendants of wing-footed snail bodies of Marie-Noël Vacheron, Pascal Martin, and Bruce Lee, and Dizzy Rascal adding pieces cut by hand from human powers, absorbing enough beauty to shift the means of language that you started before moving to London into a book out of the northern part of Argentina, the United States, then traveling to Paris, Egypt and Sudan. Zwischen Paros und Paris, diesen paritätischen Städten, rufst du mich. Looking for an incredible meteor shower of hair and fragility, together we emerge from beyond visual faces. Im Inneren meines Körpers. It will darken with time, and that is interesting to me. An impressive image of individualism, the two seem both contemporary and archaic figures whose dandyish appearance is dedicated to finish the work given to the American descendants of wing-footed snail bodies. I was a painter, to create, to establish, but also to emphasize. I was Emily Dickinson, Fassbinder, and Pasolini. I am the alphabet, a pirate whose expansive growth twines into and around a language and cosmology, returning to the whales that have fallen to the ocean floor, a dynamic vortex. Was ich gerade mache? A three-week season of modernism, sketching a model that resembles a Byzantine artifact through the grid of psychoanalysis. What to do with contemporary intrinsic characteristics. Da ist es wieder, mein Werkzeug. Vicky Baum im Hotelzimmer nach ihrer Ankunft in New York. Walter Benjamin brings in a Baroque wordplay of jazz and funk, discussing cartoon-like kabuki paintings at his feet. Therefore, repeatedly recalling Afro-urban aesthetics rather than neatly ordered adult leitmotifs. Discovering music and musicians like the Whig Ladies Corporation, Village Armed Youth, and Polynesian reed mapping. Ich warte seit jeher in diesem Kopf und diesem Körper auf eine Rückkehr der Dinge in den Norden, wo die Gefühle kälter, aber auch klarer sind. Hier im geheimen Auffangbecken allen Sehnens, im kleinen Weltmeer, wo die Liebe größer und lauter und ein Vulkan nur das Sediment meines Verlangens ist, warte ich auf etwas, das nicht kommt.
das Verlöschen des Lichts. This title has also playfully augmented. It opens for national, historical, and unannounced mangrove swamp vegetation layers and demonic wicks, lips, or tongues, a pair of googly eyes smothering symbolic systems of paint. Someone with a soundtrack looped from science fiction found images, oceanography, and Weltraum seems to multiply my fluidity and cryptic nature. You began in February sitting in front of a photographer's second effort of silence that finds a subject of its own, an emerging psychotic patient. Alas, one slippery identity. Ne me quitte pas, sagt Pavlovs daughter, die Heilige, aber nur if she gets her socks on right. Manche sagen, she's a bitch, weil sie dich mit nach Hause nimmt, but without the gas mask. Ihr Atem verzaubert dich. You caught me, sagst du, bist ganz und gar verfallen. The books, the clothes, I like, I don't. The scars made by sailors, including skin mit Plateau von Karl Lagerfeld, an opaque, impenetrable surface. It means that I don't really have control. Ich schaue vor mich hin und having been a picturesque blizzard, not recalling dancing, I enter the Universum. Und zuletzt. From the pirate's point of view, the universe is leaf plasticine and enormous success. Queerer than we suppose, a one-legged acrobatic tap dancer, made with rock crystal as well as paper, high cut and pasted, exuberant hairstyle behaviors, traps and devices to capture human exceptionalism, unless otherwise specified, starting to exist not so long ago, a fortuitous zone. Spannung is space admission, the ground trembles. Don't look, she said, wir sagen nichts, cause it's so hard to dance that way, and langsam ist ein Anfang, es ist weder Tag noch Morgen. The blackened moon is sumptuous and neon lights will hunt with us, ihr Lächeln flattert, fliegt vorbei, her blonde wig dominated by ethereal apparitions in electronic visions. Wir starren nicht, wir harren nur der lace bedazzled fingers until the sun is blue and gold and opium and lead our soul and anywhere I lay my head ist sie schon dort gelegen. We are like moths in shadow heights, der Hitzepol verbrennt bereits. Can I, she said, please kiss you now and then I will be gone. And once again verliere ich mein Herz an ihren Mund. Four thousand years ago, the thick, sexy, brief, generous, sweaty, happy, joyful, indecent someone has been inspiring sensual pleasure for human pronouncements, weaving between these watery non-human animals and their making of space-time mattering. It includes a sync projection of a painted cosmic tale that is being written, dynamically shifted from the stated time, not only oozing slime molds and other forces. Reading like billowing smoke, another time and place, liberated from the boat from the pirate's point of view, the universe is leaf plasticine and enormous success. Verlier mir deine Hand and take what you will tonight. Schwarze Federn verloren im Sand, I'll shiver fast and high in flight. Verlauf mit dir am schwarzen Band, bedächtig starren wir zu zweit auf halb verzerrter Sterne, Tand, auf das ich versink, just as I like. A juniper's shade, a whisper in the tree, Wurzeln oben hin, and I know you agree, dass unser Kuss ein Genuss, and the freckles in our eyes, a sincere guarantee für die Chaos-Theorie. And I will speculate now that our union did make us into corresponding shapes, wie Puzzleteile from clay, Atome, in array, und die Sonne kündigt an, and will see us yearn from southern heights, gold so soberly turn, before pearly gate, then everything is perfect when you and I are awake. Dankeschön.
gesehen, ist auch einen Film von der Marianne gemacht, auch für dieses Festival hier. Und ja, bitte. Zwischen Himmel und Obsessions, weil ihm vor die Sinnen und Träumen ist, wie in der Dunkelheit zu lauschen. Poetische Schlafspuren des Lichts, Wunder, etwas Magisches. Ich trage Strände in mir, ich trage Meer in mir, a rainbow, Wunder, ein Zeichen. Unter welchem Himmel werde ich mich wiedersehen? Ein neuer Ort bin ich ein Spion. Ich bin meist nicht zu Hause im Traum. Ich bin schon in Erwartung, ich bin meist nicht zu Hause. Ich bin in Erwartung draußen, auf hoher See im Traum. Ich drehe mich, ein Kind in einem jahrgegrünen Wald. Werde ich bald sterben? Werde ich bald in Christen verdichtet, in der Dunkelheit, draußen, auf hoher See, unter Wasser, dasselbe Ziel haben, aber einen anderen Weg gehen? Ich bin das Haus am Ende des Sees, niemand wohnt darin, außer der Zeit. Reading like billowing smoke another time, a place liberated from the boat, from the pirate's point of view. The universe's leaf blasts an enormous success. Queerer than we suppose, a one-legged acrobatic tap dancer. Alles ist fertig aufgezeichnet, alles zart nicht zu fassen, alles zart, nicht zärtlich. Ich drehe mich, drehe mich, drehe mich, drehe mich, um vom Kind zur Frau. Ich drehe mich, drehe mich, drehe mich, um vom Kind zur Frau zu werden, zur Frau. Ich habe mich gedreht. Die einen schlafen, die anderen wollen Geschichten nach dem Sex. We believe in room number 4. Wo Kinder sind, da wird viel gegeben. Alles zart in mir, alles zart in mir. Ich fliege unter einem dunklen Sternen hin. Ich wollte ein Zeichen setzen, Zeit anhalten, dort sein. Eine Karawane der lieben Welt. Träumen ist wie Sterben. Werde ich bald einen anderen Weg gehen, aber dasselbe Ziel haben? Von der Innenwelt erwachen, in Prismen verdichtet, bleibe ich. Nicht so, anders. It is above all unanständig. Emotional, illuminating and abundant, abstract, figurative. Photography is not blood. In Süden, im Traum, zart nicht erahnen. Mein Verlangen ist mein Haar. Draußen bin ich Königin, bin ich in mir, bin ich. Ich denke, sei still, aber wofür? The world of experience, mein Herz. Lachen, weinen, duschen. Ich wollte dort unter einem dunklen Sternenhimmel in meiner Innenhaut einen anderen Weg gehen. Ich lauschte und niemand weiß, wie zart und ewig das Gefühl der absoluten Ruhe dort ist. Alles ist fertig aufgezeichnet. Ich bin meist nicht zu Hause. Ich bin das Haus am Ende des Sees. All of the images may be unusual. Dass es meinetwegen stiller noch wird. Im Traum, Güte. Ich weiß, ich bleibe. So wie zu den anderen deinen Filmen zuvor, eine kleine Improvisation dazu, auch zum Film von der Marianne, von mir jetzt. Im Himmel der Obsessionen, ein Guckloch aus Sprache und Kind, die Welt zu erhalten, als Frau zwischen Wellen des Bewusstseins passieren, im Himmel und Hölle und hoch die See, leben Erzählungen als Kinder des Jetzt, bevor sie gegangen sind, drehst du dich zu mir hin oder ich mich zu dir hin, wer dreht jetzt das Rad der Wahrnehmung und Vorstellung, fragst du in den Erwartungen unserer scheinbar wachgebliebenen Schlafspuren, leben Spione. Das ist das Stichwort Spione. Ich möchte jetzt dazu zum Christian Steinbacher kommen, der in seinem Vorwort oder Nachwort oder seinen Texten zu der Ausgabe der Flugschrift geschrieben hat, lediglich in Stichwörtern, ja, sie möchte sich eine besonnene Konzeptliteratur verwirklicht sehen oder bloß über eine lose Bescheinigung für etwas, von dem wir um nichts mehr zu wissen bekommen, als den Hinweis eben darauf, dass da, was auch immer, bescheinigt würde. So beginnt die Flugschrift von Christian Steinbacher, falls wir sie hier zuerst in den Blick bekommen, also dort, wo üblicherweise das Impressum uns entgegenlacht, lachen uns diese verweisenden Hinweise an.
Und beim Auffalten und Entfalten und Herumdrehen geht es auch schon weiter. Auftrittssituationen und Kreuzworträtsel, Fundstücke tauchen im Gesichtsfeld auf, die der Autor für diese Arbeit, wie er schreibt, reanimiert hat. Neue Versuche und altbewährte Verfahren der Montage, des Zufalls, der kontextuellen Auswahl würden vermengt. Das Kreuzworträtsel, Fundstück, manchmal inklusive der Rückseite als Durchleuchtung, ist ein Beziehungsausschnitt, der als Weltausschnitt und Weltauftritt verhandelt wird oder auch ein poetisches Werkzeug darstellen könnte oder einfach ein Ready-Made ist oder was auch immer man darunter verstehen mag und sehen kann und sehen mag. Wörter verweisen auf Wörter verweisen auf Wörter, mit denen wir uns selbst in der Welt da draußen begreifen, als Wortgedichte oder Beziehungen zwischen den Wörtern, die wir als Wirklichkeit zu begreifen gewohnt sind. Christian Steinbacher, 1960 geboren, lebt in Linz seit 1984 nach anfänglicher Konzentration auf visuelle und konzeptionelle Poesie. Fertigt er heute vor allem Gedichte und poetische Prosa an, Buchpublikationen seit 1988, seit 2011 im Giannin Verlag. Zuletzt etwa Gräser im Wind, ein Abgleich 2017 und Wovon denn bitte? Gedichte und Risse 2019. Bitte, Christian. Bevor ich anfange, weil das da ist, muss ich es einfach machen, weil der Gerhard Röhm zuerst gekommen ist. Das ist 2018 im Perinet-Keller bei Ulrike Taus, das Lenke. In dem Fall dieses. Ich habe etwas reanimiert von Jahren zuvor. Und das andere, das ist in der Galerie Merz 1990. Und dieser Kopf daneben, das ist der Gerhard. Er wird es vielleicht nicht mehr wissen. Es ist so. Das war im September oder Oktober 1990. So viel zu dem Zeitaspekt, auf den ich dann noch komme. Hab mir nur gerade jetzt spontan, weil ich das gesehen habe, es ist nicht ausgewiesen eigentlich, also das wissen jetzt nur Sie. Wie auch immer. Ich wollte dem Ganzen den Titel geben, Flugschrift, Fundstück, Fülle, was ich jetzt mache und dabei belasse ich es aus. Ein Zusatztitel wäre noch, oder ein verlorenes Wort, denn in der Vorbereitung eines Präsentes für den Dieter Sperl ist mir ein Wort verloren gegangen. Dazu kommen wir ganz am Schluss. Jetzt gehen wir in die andere Sache, in Fundstück und Fülle. Darum Fundstück und Fülle, denn es geht ausschließlich um Kreuzworträtselfundstücke hier. Und ich werde in einer Fülle, wenn man so will, nicht nur lesen, sondern auch reden, sprechen, über und entlang dieser Flugschrift und dreimal dabei ausscheren in andere Texte aus all diesen Jahren der Tätigkeit, wo ich mich mit eben Fundstücken und Ähnlichem auseinandergesetzt habe, sodass wir auch andere Aspekte des Umgangs mit Fundstücken erleben können. Ich beginne das Ganze. Diese Flugschrift hat auch einen Titel bei mir, Reanimation, Lagebezeichnung. Zur Reanimation haben wir schon etwas gehört. Lagebezeichnung, das ist ein kleines Kreuzworträtselstückchen, da steht Lagebezeichnung drinnen, das ist auch hier sichtbar. Und zwar oberhalb der Pfalz, also man muss richtig ein bisschen konzeptuell damit umgehen, das Ganze sich erhandeln von der Hand her. Auf diese Aspekte gehe ich jetzt nicht ein, auch nicht auf die ganzen optischen Aspekte, dass da jetzt, bei diesen Kreuzworträtselfundstücken nicht nur das Quadrat ausgeschnitten ist, sondern auch ein Pfeil dabei und so weiter. Wir hören heute vor allem nur Gesprochenes. Auch so muss es aber gehen. Lagebezeichnung und darunter ist dann eine Art Notiz von damals und da steigen wir ein. Hochtal in Graubünden. Speise in Teighülle. Handlung in Zeitnot. Gewebeart in Würfelbindung. Punkt in Telegrammen. Hofner in Heidelberg. Senke im Gelände. Schliff im Benehmen. Schneemensch im Himalaya. Einlage im Bleistift. Vorraum im Haus. Nagel im Rennschuh. Vorbau am Haus. Kurort am Harz, Zapfen am Hufeisen. Anrede an den Mann, Stadt an der Aller, Mangel an Wärme. Hauptstadt von Togo,
Autokennzeichen von Trier, Drama von Ibsen. Mulde vor Hochgebirgswänden, Ankerplatz vor dem Hafen. Nebelrauch über Städten. Zahl unter dem Bruchstrich. Zahl ohne Eigenwert. Bitte zu kommen, Ballspiel zu Pferde. Verzierung auf Metallarbeiten, Gebirge auf Kreta, Wildrind auf Celebes, Segeltau auf Schiffen. Anrede für Fremde, Raummaß für Holz. Produkt aus Kohle, Frauengestalt aus Dr. Zhivago. Straße mit Bäumen. Straße zwischen Baumreihen. Stadt bei Lüttich, Bergstock bei St. Moritz, Hengst bei Karl May. Fluss durch Stratford. Da ist einige Zeit vergangen, um jetzt nicht solche Sachen wieder oben zu machen. Man merkt das auch an Wildrind auf Celebes, das ja heute anders heißt, diese indonesische Insel schon geraume Zeit, als Sulawesi bekannt ist. Also Zeit manifestiert sich auch in diesen Dingen, in den Fundstücken natürlich. Und wir wissen ja, dass wir jetzt statt Neuseeland womöglich, ich habe es noch nicht heraus, AOC Aroa oder so ähnlich, sagen werden, möglicherweise, so schreitet auch Zeit voran. Zeit kann auch gemessen werden. Ich habe ein Maßband mitgenommen. Damals habe ich mir gedacht, oh, ich könnte auch ein Maßband fertigen und statt 1 und 10 und 20 und 1, 2, 3 nehme ich auch so Kreuzworträtsel, Stückchen, sammle sie und setze sie aneinander. Lauter Zeitworte. Dazu gekommen ist es dann nicht, aber ich habe diese Notiz und diese Skizze hier mit eingebaut und daher lese ich ganz kurz, um was es da geht. Da geht es um fast immer. Immer, unaufhörlich, nie endend, von geringer Länge, von getrennter Zeit an, zu keiner Zeit, in früheren Zeiten, zu jeder Zeit, innerhalb kurzer Zeit, Zwischenzeit und so weiter. Hier schere ich das erste Mal aus. Ich schere dreimal aus. Etwa auch um die Zeit damals bereits ist ein Gedicht entstanden, das ich später unter dem Namen Abweichend günstigst zugespitzt publiziert habe. Da geht es nur um Verbien und Adjektive, etwas seltsam aneinandergereiht, denn da gibt es eine Abstufung, die man auch schräg setzen kann, umdrehen kann, wie auch immer. Von circa 1990. Unbändig abgelassen, uneins, zuhauf rund unumschränkt, griffig frisch eingenickt, hellauf geknickt, echt fast überhöht, phosphatfrei, pigmentiert, synthetisch, quer, offen, halb, fügsam aufgebracht, sehr, mehr merkwürdig, hügelfrei, gerippt, x-fach verbeult, bunt, töricht, entleert, befangen, himmelblau, klar. Ab, griffig frisch eingenickt, war diese Wortfolge dann eine Art Vorspann zu einem Sprechstück, zu einer Tierschau des bildenden Künstlers Charles Kaltenbacher, einige Jahre später, der in dieser Tierschau die Figur des Michael Jackson immer mehr zu einer Mickey Maus geraten ließ. Und in dieses Sprechstück eingebaut ist auch eine ganz kurze Stelle, wo ich ausschließlich Material aus Mickey Maus Büchern verwende. Und die lese ich jetzt einfach. Ach du Schreck, nichts zu machen, die Spaßen, ich kann nichts mehr sehen. Hut ab, bin ich froh. Hatte ja nicht viel übrig. Und ob, wie schrecklich, wohl gar nicht so übel. Ausgerechnet. Das heißt, wir müssen natürlich chemisch beseitigt. Wo bleiben die Burschen? Es fehlt kein Stück.
Das muss es sein. Jetzt ist mir schon leichter. Unser Schlauchboot, zu schlau. Da steckt jemand dahinter. Das hätten die gern. Wir gehen mit in die Flugschrift. Den Großteil des Inventars geben der sogenannte Vierer. Einfach vier Kästchen gefunden, übereinander platziert. Türmchen habe ich mal für dich genannt, das war beim literarischen Fenster. Es ist eigentlich auch sogar eine Art Rückschritt hinter die Flächensyntax der visuellen Poesie, weil es ein Nacheinander gibt. Kleine Geschichtchen, Philosopheme, was auch immer. Ich lese vier dieser Vierer. Die sind neu entstanden. Ich arbeite nichts mehr mit Kreuzworträtseln und Kreuzworträtselfundstücken. Nur hin und wieder, so für Geburtstage und andere Anlässe, versuche ich das mit den Vierern immer noch. Und hier ist vier Vierer. Abgekochtes, einer Meinung, über unseren Köpfen, Strich. Ausdehnung nach unten, Guckloch, leise Lachen, Swimmingpool. Unbenutzt, zusammenzählen, schwere Last, Erschütterung. Flitterkram, ein Borkenkäfer, eng vertraut, erforderlich. Früher habe ich auch andere Metren benutzt, andere Rhythmen, jetzt nur mit dieses eine. Und es sind hier auch Notizen, Abschriften von früheren, auch schon früher sind die Abschriften entstanden. Da gibt es dann auch andere Metren, zum Beispiel Rampfall, Zuchtstier, Walze, Sprung. Oder Kahlkopf, Steinobst, Plattfisch, Stütze. Oder Markierung, Zeitraum, Wirkung, Fernblick. Aber auch hier das jetzt angewandte weitere hinkünftige Metrum. Kurzer Abstand, feste Absicht, große Dummheit, hoher Schuh. Hier mache ich das zweite Mal einen Schwenk. Es ist ein bisschen ein längerer Schwenk. Es geht in ein Hörstück von mir, Der Schluck auf der Lücke. Das wurde produziert in der Reihe Literatur. Wie hat die Reihe von der Christiane Zinsen genau geheißen? Literatur als Radiokunst im Kunstradio. Eigentlich darf man das nicht, dass man das jetzt hier liest, weil da gibt es ja alle möglichen Aufnahmen und die Stimmen sind dort übereinander. Ich kann das jetzt nicht übereinander, ich versuche es dennoch. Und der Grund liegt einfach darin, ich wollte auch auf Wittgenstein Bezug nehmen und da kommt Wittgensteins Klinke vor, er hat ja auch eine Klinke entworfen. Und an der Stelle jetzt, da kommt so eine Art Klinkenteppich, lauter Wörter mit Klinke, auch erfundene, und drüber kommen dann so Sätze, die sind im Hörstück drüber, auch gefundene Sätze, zumeist aus Büchern der Firma FSB, das ist eine berühmte Klinkenfirma in Brakel, die auch interessante Publikationen macht und Wittgensteins Klinke im Signet hat. Gut, ich lese das einfach. Es kommt auch ein Papagei kurz vor. Das war gar nicht so einfach. Hier habe ich einen Stoffpapagei zu Hause. Wenn man auf den raufspricht, dann antwortet der. Und das antwortet er aber zweimal. Wir müssen das immer wegschneiden. Das war gar nicht so einfach zu produzieren, da mit dem Martin Leitner. Aber gut, wir gehen kurz in dieses Stück hinein. Blanke Klinke, schlanke Klinke, gelenke Klinke, lange Klinke, verkürzte Klinke, verschraubte Klinke, blitzblanke Klinke, handliche Klinke, ausgehändigte Klinke, Frankfurter Klinke, ballenfreundliche Klinke. Jetzt geht's das erste Mal drüber. 32 Themen listet John Cage in dem zugehörigen Geleitwort. Währenddessen ging es weiter, ich sage das nächste beim ersten Mal. Frontale Klinke, Tür und Tor, Klinke, öffnende Klinke, schließende Klinke, übers Kraut schießende Klinke. Geräuschvolle Klinke, quietschvergnügte Klinke, innervierende Klinke, erkleckliche Klinke, unwirtliche Klinke, Sperrklinke, Gegenklinke, Drahtklinke. Jetzt drüber. Aber von innen wird die Klinke wie gewohnt ohne Schlüssel bedient. Irritierende Klinke, bewillenlose Klinke, stillere Klinke, geeichte Klinke, ungereichte Klinke, glitzerkleine Klinke, Langschildklinke, Rosettenklinke, ziemlich abgegriffene Klinke. Messingklinke, Plastikklinke, Sandgussklinke, Ergoklinke, besonders handliche Klinke. Jetzt drüber. Beim Frankfurter Modell unterscheiden sich Handhabe und Drückerhals nicht. Spiegelpolierte Klinke, korrosionsbeständige Klinke, Aluminiumklinke. Drüber.
Für die österreichische Postsparkasse vereinfachte Otto Wagner 1907 den Türdrücker auf ein rechtwinklig gebogenes Profilband aus Aluminium. Edelstahlklinke, Plastikklinke, bronzene Klinke, glitzernde Klinke, pinkfarbene Klinke, gezinkte Klinke, griffige Klinke, klinisch reine Klinke, Margaretes Klinke, Ludwigs Klinke, B. Sichtbar angeschraubt ist der verkröpfte Drücker auf der Durchschlagseite der von Ludwig Wittgenstein für das Haus seiner Schwester Margarete in Wien entworfenen Klinke aus einem gebogenen Rundstahl mit kugeligem Auslauf. Berühmte Klinke, klingende Klinke, klackernde Klinke, bekleckerte Klinke, linke Klinke, rechte Klinke, linkische Klinke, flinke Klinke, faule Klinke, verehrte Klinke, intermittierende Klinke, wie schwirrende Klinke, schwerfällige Klinke, schwerfällige Klinke, erhellende Klinke. Jetzt kommt der Papagei. Ein Herr namens Heinrich Vogler wählte 1904 für die Gestaltung der bronzenen Drücke der Gülden Kammer des Bremer Rathauses unterschiedliche Vogelmotive. Heberklinke, Nylonklinke, neue Silber-VG-Klinke, robuste Klinke, ausgeleierte Klinke, hinterlassene Klinke, Hink-Klinke, Blink-Klinke, kindische Klinke, kinästhetische Klinke, verborgene Klinke, verbogene Klinke, zurückgenommene Klinke, Universalklinke, Nationalklinke, Nachbarsklinke, Wink-Klinke, Wink-Klinke. 32 längst geschafft und vorüber. Aber gut, lasst uns halt weiterhin klingeln vor so einer Tür. Wink-Klinke, Wink-Klinke, Karl-Friedrich-Schinkels-Klinke, Josef-Maria-Olbrichs-Klinke, Peter-Behrens-Klinke, Otto-Eichers-Klinke, Architekten-Klinke, Walter Gropius-Klinke, redesignte Klinke, Alessandro Mendinis-Klinke, vier Klinken des Werkzeugmachers Johannes Potente aus dem ostwestfälischen Brakel haben es bis ins Museum of Modern Art in New York geschafft. Erich Magensens Klinke, Modellklinke, unwirkliche Klinke, kuriose Klinke, Likörklinke, Minierklinke, Mottenkistenklinke, Kurtisanenklinke, Kapuzinerklinke. Hier der Papagei nochmal. Unsäglich mit dem Schneidendrücker war der sogenannte Schnabeldrücker entstanden. Kapuzinerklinke, Kardinalsklinke, Kille-Kille-Klinke, Kantilenenklinke, Christierklinke, Kottauklinke. Jetzt kommt doch was, aber das lassen wir aus. Stegreifklinke. Korinthenklinke? Das, was wir ausgelassen haben, waren einfach nur Fachbegriffe. Tüpfelprobe, Ringgriff, Panikverschluss, Löffeldrücker, Greifvolumen, Einnietmutter, Einlassmuschel, Dornschlüssel, Daumenbremse, Ballenschaukel, Schließblech. Wir schließen diesen langen Teil und gehen noch einmal zu den Vierern. Drei weitere Vierer. Wählen wir etwas. Hier. Gaumensegellaut. Nicht deutlich. Erster Bartwuchs. Schaumgebäck. Pfütze. Schlechte Gegenleistung. Heilbehandlung. Kolonist. Riese. Einen Ort verlassen, Vorgebirge, Appetit. Und Dieter Sperl hat sich zwei aussuchen dürfen. Ich habe gesagt, zwei suchst du dir aus, die machen wir dann hier größer. Er hat ja immer das gerne mit dem Mitsprechen von Autoren, ich habe das einfach umgedreht. Eines der beiden Beispiele lese wie ich jetzt, das andere ganz zum Schluss. Er hat sich ausgewählt, ziemlich spontan muss er da agieren. Faserpflanze, Anerkennung, Grundgedanke, Wattebausch. Zum Zweiten kommen wir zum Schluss. Ich möchte jetzt noch erwähnen, ich habe das dann weitergespielt und auch gedacht, ich habe gerade mit der Michelle Metaille eine Arbeit gehabt. Ja, probier doch, tu doch auf Französisch auch mal. Und sie hat es wirklich probiert und zwei dieser Stücke sind jetzt da auch drinnen. Parlez pour quelqu'un. Discours, tellement, usé. Das ist eines ihrer zwei Beispiele. Und Michelle geht ganz anders vor sofort. Ich habe immer die schwarzen Ränder gesucht. Nein, sie nimmt ein lila Kästchen, ein grünes Kästchen, ein oranges Kästchen. Also sie geht sofort auf die Farben bei den Umrandungen. So sind wir eben alle verschieden. Und auf diese Verschiedenheit darf ich noch einmal beim letzten Ausscherer, der dritte der Ausscherer, ganz kurz kommen. In der Edition Korrespondenzen ist dieses Buch im Frühjahr erschienen, Michelle Metaille, Christian Steinbacher, Phantome, Phantome. Auf ihrer
Seite, auf der französischen Seite, sind diese Porträtrobots abgedruckt, die sie so benennt, also auf Deutsch Phantomzeichnungen, ich kann gar nicht Französisch, muss ich sagen, Phantomzeichnungen, und da nimmt sie auch eine Art Fundstück, Idiome, Titel von Filmen, etc., etc., und manchmal leicht angeschnitten und lässt die runterrasseln, zumeist in 10 Zeilen oder Zellen oder wie man das nennen will, und dann ergibt sich eben ein Porträt. Oft geht es dann von Kopf bis Fuß bei ihren Fundstücken, und ich, Zeile für Zeile habe ich dann irgendwas draus gemacht, mehr am deutschen, mehr am französischen Idiom verbleibend, jeweils ausgefranst, im weitesten Sinne, sie rollt runter, ich franse aus, und zwei dieser deutschen Texte da, die da gegenüberstehen, lese ich jetzt. Ich stelle mir das so vor, ich lese zwei der Pariser Texte, da geht es um Pariser Figuren. Ich stelle mir das so vor, bei den Pariser Texten mit einem Vorhang, da ist dann der Titel oben, dann geht das Ganze auf, dann kommt ein Einsprecher, der sagt den Titel dessen, was dann kommt, und dann kommen diese 10 Sätze oder Rudimente und marschieren einzeln vor zur Bühne und sprechen halt sich. Sie sprechen sich. Und das ist wichtig, weil wenn wir bei der Wiener Gruppe sind, erinnern wir uns an Konrad Beyers schönen Satz, verschiedene Sätze treten auf. Das gilt es immer wieder auch zu erinnern. Gut, ich lese zwei. Da haben wir es oben auf dem Vorhang. Parcours durchs Darwin-Jahr. Dann kommt der Einsprecher. Darwinist im Jardin de Blanc. Und dann kommen die 10. Vermessener Windungenstrom. Vorbereitete Vorreiterrollen. Dem Auge in voller Blöße. Weit zurück reicht das Denken der Dickhaut. Regionen aus älterer Faltung. Triebkraft wächst unterm Wandern. Leibesvisitation eine Freude. Systematik im Übergang. Sich in einem neuen Gewand, unaufhaltsam weiter und weiter. Und als zweites, wir machen wieder den Vorhang, was steht oben? Unverhohlener Aufschlag, rasant. Dann kommt wieder der Sprecher. Rapper in den Siedlungen. Und schon kommen sie. Rattert ein Kopf mit Tinte die Stange entlang. Drückt Puls auf ein Muster. Säule bringt Luft zum Erklingen. In vollen Zügen fürs Bläschen. Artikulieren durch lautstarke Boxen. Den Akzent betont nicht zu sehr. All die Knöchelchen knapp hinterm Fell. Das Schlagwerk durchtrommeln flugs. Auch vom Museum hüpfen Handinnenflächen. Die Dinge beim Namen. Und hier nicht die Dinge beim Namen, sondern die Wörter in Kästchen. Wir kommen quasi zum Schluss. Das zweite, das sich der Dieter Sperl ausgesucht hat damals, das werde ich jetzt lesen. Dazu bekommt er ein Präsent. Das ist eine Art Vogelhäuschen. Da ist etwas drinnen. Da, wenn man hinten drauf drückt, kommt es eben zu Durchleuchtungen. Die Rückseite wird dann mitbelebt. Und ich wollte ihm eigentlich Schultertuch schenken. Das ist ein Wort, das hat er besonders gern gehabt, haben wir gemeinsam platziert. Irgendwo ist das dabei, Schultertuch. Aber das ist vielleicht jetzt in dem Gehäuse drinnen oder da unter der Bühne, keine Ahnung. Ich habe zum Glück ein zweites mit. Das darf er dann jetzt anknipsen und uns vorlesen. Ich habe schon einmal mit Dieter Sperl, jetzt ist ihm nicht immer so recht, in der Schmiede 1996 herum war das, einen Auftritt gehabt, die Veranstaltung hieß Simuliertes Labor. Da musste er damals sogar einen Campari trinken, der war leider nicht ganz kühl, muss ich sagen. Und er hat eine Plastikpalme von mir bekommen und musste eine Sonnenbrille aufsetzen. Also man kann auch so agieren. Heute kriegt er dafür ein Präsent. Das ist hier. Ich kann selber gar nicht basteln, muss ich dazu sagen. Ich kann gar nicht basteln. Es ist trotzdem hier abgebildet. Das war für eine Ausstellung, das hat mein Vater gemacht. Und der hat natürlich nicht gewusst, wozu das Ganze ist. Ich habe es ihm auch nicht erklären können. Das ist egal. Das letzte Foto meines Vaters, kurz vorm Ableben, einen Monat davor, ist hier.
in Ring den Ingress, das habe ich mit reingebracht. Auch so kann man Zeit irgendwie gemeinsam auf ein Blatt bringen. Und darüber gibt es übrigens noch eine andere Art an Kreuzworträtselarbeit. Nur ganz kurz, sportlich, Beistrich, anständiger, ehrlich, Beistrich, anständig, rechtschaffen, Beistrich, ehrlich, ehrlich, Beistrich, reell, wirklich, Beistrich, richtig und so weiter. Das ist ein Aspekt, den können wir heute nicht mehr spielen. Du darfst es dann vorlesen, du darfst es dann so, dass die Leute sehen, du hältst das ja, dass es nicht auseinandergeht, wartest aber noch, du darfst es erst vorlesen, du musst erst schauen, was oben steht, du darfst es erst vorlesen, wenn ich deinen Vierer gelesen habe, den du damals dir ausgesucht hast, und während du das nämlich dann vorliest und dann einschältst, mache ich dann noch einen letzten Schlusspfiff sozusagen, aber einen zarten. Also der Dieter Sperl hat sich dann ausgesucht, Lichtkranz, ganze Kraft der Seele, dürres Astholz, Haltetau. Und so, dass das auch hält und zwischen uns gut hält, darfst du uns sagen, was da drinnen steht. Und ja. Befinden. Und dann gibt es den Schlusspfiff.